So, es ist nicht reingefahren, sondern reingerollt, aber wirklich auch sehr schön. So, kommt doch bitte mal hoch zu uns auf die Bühne. Also das Thema Triumph hatten wir ja nun auch schon mehrere Male am heutigen Tag, ne? Leider ist es abgesoffen jetzt hier, wo ich hier gestanden habe. Ansonsten läuft es eigentlich gerade los. Ist eine D120R. Wie lange hast du denn jetzt schon? Und was hast du dran gemacht? 3 Jahre habe ich seit 2 Jahren habe ich gebaut. Kumpels haben mitgeholfen, als Bauer, Matze und Thorsten, danke nochmal. Und dummerweise, wie gesagt, ist es jetzt abgesoffen. Es ist dann halt so dieser berühmte Vorführeffekt, aber ja, ich meine, sie steht da hier auch, also unser Light-Jockey da hinten, der hat das ja auch im Griff, also können dann mal hier quasi noch einen Spot drauf werfen, dass wir uns das schöne Fahrzeug dann noch angucken können. Es werden ja auch schon fleißig Fotos gemacht. Deinen Namen musst du uns bitte noch verraten. Ich bin Männer aus Bremer. Wunderbar. Also, es ist ganz ohne Schiebung. Also, ich meine, wir haben ja diese Preisverleihung oder Pokalverleihung auch in jedem Jahr. So, und dann ist es nun mal halt so, dass das schönste Bike nun den Heimvorteil genutzt hat. Also, hier gibt es noch einen Pokal. Und auch wenn sie nicht reingefahren, sondern nur reingeschoben wurde, Riesenapplaus bitte für das schönste Bike und Männer aus Krimmer. Danke für den Applaus und allen noch eine geile Party hier. Hey! So. Und um da einen schönen Kontrast zu setzen quasi, ich höre dann schon hier so verdächtige Motorengeräusche von draußen. Zu diesen beiden sehr schönen Fahrzeugen, was sie ja nun unbestritten auch sind. Also ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.